Weil ich später mal nachholen diesen Questern. Falls ihn jetzt nicht zufällig irgendwie über den Weg lauf, dann hole ich den auf jeden Fall nur nach. Aber ihr wollt natürlich auch alle zuerst den großen Fight gegen das Riesenmonster sehen. Gegen den niederen Titanen, aka Delkrine. Deswegen bitte ich natürlich den. Ja, also diese Schattenläufer, das sind... Gibt es nicht einmal andere Gegner? Da überall die Schätze. Ah, wenn man von Teufel spricht. Wächterstatue aus Sandstein. Haben die ein Gesicht? Sie machen mal viel Schaden. Ja, die schauen recht witzig aus. Und bringen auch relativ viel Erfahrung, sehe ich gerade. Also so ein kleiner gelber Batzen für so eine Sandstatue. Also da... Die will ich mal töten, wenn ich sie finde. Ah, warte, genau, Inschriften wollte ich schauen. Sieht man irgendwo jetzt an mit der Waage? Das wäre Osiris. Vielleicht ist Osiris auch da schon dabei, halt ohne Waage. Ich sehe es jetzt leider nicht. Aber ich vermute, da haben sie immer die gleiche Textur hergenommen und die einfach über die ganze Wände, über alle Wände drüber klatscht. Das schaut cool aus mit der Beleuchtung da. Schaut das wie ein Gegner. Das ist geil gemacht. So, na, da sehe ich nichts. Dann gehen wir weiter. Tiefer ins Grab des Ramses. Ramses hat es mehrere Pharaonen gegeben. Ich glaube, Ramses des Dritten hat es mehrere Ramses gegeben. Also drei. Ich glaube, es hat sogar mehr als drei gegeben. Da gibt es wieder so ein paar Fallen, könnte man eventuell wieder auf Mechanikteile spekulieren. Ich würde mal darum beten und hoffen. Und warum wird schon wieder in dem Zimmer? Ich muss mich bald wieder entblößen. Und es wird komischerweise immer erst warm, wenn ich Computerspielen anfange, weil der Computer halt echt auch horzt mit seinen, was weiß ich, CPU 40 Grad, 50 Grad und Grafikkarten, ich glaube bis zu 70 Grad dürfen die haben. Das ratzt natürlich auch ganz schön. Oh Gott, und ich bin wieder sehr gefährlich unterwegs. Sie soll vielleicht nicht den Gegner laufen. Heal, heal, heal und Erfahrungsschrein. Und Phantomschlag einmal. Okay, der war ein bisschen wasted. Ich muss da ein bisschen gerade aufpassen. Ich mag nicht sterben. Ich hasse sterben. Oh Gott, da macht irgendwas Halbleben. Abzug. Und da werden unendlich beschworen, ich muss die Statue da eliminieren. So, jetzt. Jawohl, das war mal nicht schlecht. Das war mega Erfahrung. Boah, wow, fast der ganze Balken. Dann den Magier da ausschalten. Boah, wow, das kostet viele Tränke. So, dann den nächsten dunklen Obelisken da. Okay, wir haben schon langsam wieder die Situation im Griff. So, dann ein Zombie. Wir gehen da den Raum, glaube ich, schön ab. Da unten sicher mal auf jeden Fall einen Nebenraum. Da eventuell wieder Mechanikteile. Die Gegner haben jetzt auf einmal schon wieder Level 25. Jetzt sind sie auf einmal schon wieder gleich auf wie ich. Hm. Wundert mich gerade, denn normal sollte ich jetzt eigentlich ja ein höheres Level haben als die Gegner. So, Gesundheitstränke brauchen wir auf jeden Fall wieder, habe ich gerade gemerkt. Okay. Bums. Wenn der Phantomschlag einen kürzeren Cooldown hätte, ach, das Spiel war dann viel zu einfach. Aber trotzdem war es cool. Okay, Energietrank nehmen wir auch mit. Haben wir auch nur mehr 3 mittlerweile. Ein riesiger Raum ist es da. Unfassbar.
Und wir kriegen vermutlich nur ein Level up zum vom Belkine Fights. Schaut einmal gut aus, denn wir sind kurz davor. So, dann gehen wir da gleich schauen. Na, es war nur ein Nebenraum. Einfach da wieder mal alle Schreine irgendwie plündern. Aber sie droppen leider nie was Vernünftiges. Ich glaube, da haben wir echt ein Pech gehabt in dem Akt. Von den Gegenständen her in Griechenland haben wir ja relativ viel Blaues gefunden, was irgendwie nützlich war in Ägypten. So, naja. War ja schwache Ausbeute von besonderen Gegenständen. Ich meine, das grüne Schwert, das was wir benutzen, okay, aber... Ein Blauschwert wäre natürlich schon cooler, vor allem irgendwas mit dollerem Aussehen. Das Schwert ist relativ langweilig. Und schön schon, ich glaube, wir haben keinen anderen. Wollen wir haben einen Stimmt, wir haben sogar einen blauen Gegenstand gefunden, aber der hat uns, glaube ich, nichts gebracht. Der war sinnlos. Das Schild, glaube ich, war das sogar, wenn ich mich nicht ganz täusche. Irgendein Schild dürfte es, glaube ich, gewesen sein, so ein blaues, was wir nicht benutzen. Es geht noch tiefer in das Grab des Ramses. Unfassbar tief. Unfassbar riesiges Grab. Das war, glaube ich, auch abhängig. Die Größe des Grabes in Ägypten war abhängig von der, ich glaube, von der Lebenszeit oder von der Regierungszeit und von der. Und ich glaube auch von der Beliebtheit des Pharao beim Volk. Also je länger er regiert hat, desto tiefer oder desto größer war das Grab. Und ich glaube, von der Beliebtheit hat es auch noch abgehängt. Wobei, beim letzten bin ich mir wieder mal nicht ganz sicher. Deswegen gibt es auf jeden Fall manche Gräber, die sind halt relativ winzig. Ist so ein paar Meter rein, dann siehst du halt eben gleich, wo der Pharao begraben ist oder die Grabstätte. Und manche sind mega tief runter, also für damalige Verhältnisse bewundernswert, wie sie das geschafft gehabt haben. Sie haben einen ganzen Teil der Toten das zusammengebracht, dass sie niemals kollidiert sind, dass sie haben da irgendwie so einen Tunnelbauplan einfach so im Kopf gehabt, ohne irgendwelche Computer oder irgendwelche anderen Messinstrumente und was weiß ich was alles. Also wirklich sehr, sehr bewundernswert, die Zeit der alten Ägypter. Ein sehr einfallsreiches Volk gewesen. Und dann mal wieder den Schakal, das war Anubis, oder? Jupp. So, dann haben wir jetzt gleich das Level up da. Go-Go Gegner. Gut, dann haben wir da oben noch einen Nebenraum und dann geht's da eh schon wieder weiter. Passt nur so ein paar Statuen, sind eh super, die bringen am meisten Erfahrung. Bogenschütze sind scheiße. Nö, da gibt's auch nichts. Da gibt's nicht einmal eine königliche Truhe da in diesem Nebenraum. Mal komplett für den Arsch. Da gibt's wieder Kiste und ein paar Statuen. Ey, ich vermute mal, wir sind bald einmal am Ende, deswegen... Würde ich noch gerne auf ein paar mehr Gegner eben hoffen, damit ihr das Level-Up noch zusammenkriegt. Dann kurz vorm Delkrine stehen und das Level-Up nicht haben, das wäre sehr enttäuschend. Ja, das wäre sehr, sehr enttäuschend. So, die Gegner, die kann das sein. Koko, bitte. Los. Noch einmal Gegner. Jawohl. Es ist schon quasi Vollspiel. Jawohl. Danke. So, Traumbeherrschung. Den Phantomschlag fertig. Jetzt ist eh bald der Boss-Time. Krieg er voll auf die Nuss. So, Stärke und Stärke. Perfekt, dann schauen wir nochmal kurz die Gegenstände durch. Helm, ne, Ring, na, na. Bringt jetzt alles nix, na, na, kalter Widerstand. Na, lass mir die 83 extra Leben und dafür weniger Widerstand.
Und Energie, ne. Ne, alles nutzt das, was wir gefunden haben. Irgendwie verklicken wir das. So, das wollte ich. So, jetzt kann kommen, was will. Wir sind bereit. Verzierte Steintür. Was wird wohl hinter einer Riesentür sein? Boah, Entschuldigung. Ich nehme noch einen kurzen Schluck. Göttlich. So, und dann gehen wir rein. Schauen wir, was da ist. Ein geschändetes Grab. Und der Delkine Aktolois. Aktaios. Okay, der beschwört auch wieder. Wir machen die gleiche Strategie wie im ersten Fight. Oh Gott. Er dupliziert sich und er rastet komplett aus mit irgendeinem lästigen Sound. Der Phantomschlag hat er getroffen. Ah, was ist da mit den Illusionen los? Ist ja abartig gegen drei Delkine. Hallo? Okay, irgendwann ist jetzt verreckt, hä? Okay, der nächste ist verreckt. Komisch, der hat irgendwie keine Leben verloren, sind jetzt aber einfach so gestorben. Vielleicht muss man sie einfach nur eine gewisse Anzahl mal treffen, dann fallen sie um. Und die Megaseuche und der Mega-Feuerball. Ah, bleib einfach da und stell dir deinem Tod, bald hast du keine Energie mehr, dank mir. Oh, 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 okay. Ich vermute mal, wir sollten diesen komischen Solarstrahlen da irgendwie ausweichen, was er da benutzt. Warum kann der Kasten? Ich habe ihm all seine Energie abzogen. Okay, also der Delkrine kann auf jeden Fall schon einmal mehr als der im ersten Akt. Aber fordernd ist er trotzdem noch nicht, sagen wir mal so. Bisschen schwerer, aber es ist auch machbar. So, da haben wir eine Keilschrifttafel und wieder eine mystische Kugel. Los, 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 da putzen die Gegenstände runter. Wieder nur Gacke, was soll denn das? Amulett, 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 vielleicht ist da was dabei. Schild, na gut, Speer, okay, Armschienen, okay. Und noch ein bisschen Gold. Wahnsinn, wir haben den zweiten Delkrine besiegt. War schon ein bisschen fordernder als der erste, jopp. Definitiv, okay, da gibt es nichts mehr, da gibt es einfach nur riesige Anubis-Statuen. Was ist denn das wieder komisch? Achso, na okay. Wieder die Grafik teilweise mit den Ausblendeffekten, ein bisschen merkwürdig. Ah, da war gleich wieder mit der Waage. Na, was nicht, Blödsinn, dürfte Anubis sein, also Schakalkopf. Gibt's da einen mit der Waage? Nö. Nö, nö, nö. In dem ganzen Raum gibt es, glaube ich, nichts mehr. Das heißt, wir beamen uns zurück nach... Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, Theben. Wir haben irgendeine Keilschrifttafel gefunden. Also, hat man gerade Informationen zu dieser Tafel, denn... Da steht ja mal nichts dabei. Nur Keilschrifttafel. Da ist wieder Imhotep. Hat sich einfach hergebeamt oder ist hergewandert. Du hast den Delkine besiegt? Hervorragend! Vielleicht gibt es jetzt noch Hoffnung. Du musst nach Babylon. In diesem Augenblick wird die Stadt von einem weiteren Delkine angegriffen. Was ist das für eine Tafel, die du gefunden hast? Lass mich einen Blick darauf werfen. Oh nein! Jetzt weiß ich, wonach dieser Delkine gesucht hat. Diese Tafel enthüllt... dass im Tempel des Marduk unter den hängenden Gärten die Sichel des Kronos ruht. Diese Sichel wurde von den Titanen im großen Krieg benutzt und besitzt die Macht, sogar einen Gott zu töten. Wenn diese Sichel in die Hände der Telkine gelangt, sind wir alle verdammt. Beeile dich, es ist äußerst wichtig, dass du sofort nach Babylon abreist. Die Zeit reicht nicht, um zu Land oder zu Wasser zu reisen. Es gibt vielleicht einen besseren Weg. Gehe zum Tempel der Hatschepsut. Dort findest du ein altes Portal. Das Zepter der Ewigkeit ist ein Schlüssel zu vielen Reichen und kann mit dem Portal benutzt werden, um dich nach Babylon zu bringen. Lege das Zepter vor dem Portal ab
und schreite hindurch. Gehe so schnell wie möglich. Wir kommen vielleicht schon zu spät. Hatschepsut war ein weiblicher Pharao. Nur, dass ihr es wisst oder mal gehört habt, auch den Namen. Hatschepsut, weiblicher Pharao. Damit verbinden. Da, das Tor ist offen. Gehe, Held, oder Undenkbares wird über uns kommen. So, jetzt kill ich gerade kurz. Dann reden wir weiter über die Geschichte, was wir da gerade gehört haben. Haben wir jetzt voll. Und dann fehlt uns nur mit der Psi-Berührung. Okay. So, da haben wir nichts mehr. Nö, und wir werden die Nebenaufgabe nur lösen, bevor wir weitergehen. Ja, die Sichel des Kronos anscheinend einmal. Etwas sehr, sehr Mächtiges, denn sie besitzt anscheinend die Macht, eben einen Gott zu töten, wie gerade gesagt worden ist. Und da die Götter uns ja anscheinend wohlgesinnt sind, sei gegrüßt. Sollte man natürlich verhindern, dass die Delkriner in die Hand dieser, oder die Titanen, naja, eigentlich eher die Delkriner in die Hand dieser Sichel kommen. Denn Delkriner böse, Titane böse, Götter gut, ja. Also, wenn wir uns nach Babylon aufmachen, ja, der nächste Akt steht uns sozusagen bevor. Und machen uns dort natürlich auf die Suche nach dieser Sichel des Kronos. Können da mit dem Zepter der Ewigkeit, was wir da gerade erhalten haben, anscheinend irgendwie relativ schnell bewegen, ohne Wasser, ohne Schiff, ohne Kamele, also weder zu Fuß noch zu Wasser. Einfach turbo schnell, wenn wir da sein. Wie das Ganze passiert, werden wir gleich mal sehen. Jetzt würde mich gerade interessieren, wo dieser Nebenquest gewesen wäre. In der Nähe der Zahl der Könige. Gute Frage. Ich gehe einfach jetzt die Wege oder die Gebiete, was wir da unten hergegangen sind zum Tal der Könige. Gehe jetzt rückwärts und etwas genauer. Wenn ich es finde, dann haben wir den Quest erfüllt. Wenn ich es nicht finde, gehe ich weiter und werde den Quest irgendwann einmal nachbringen. Weil beim Leveln oder sowas dann einfach die Gebiete nochmal anschauen. Und falls ich dann irgendwo den Quest da über den Weg laufe oder diesem Gegner, dann weiß ich wohin, dann kann ich es euch zeigen. Tja, aber was haben wir schon erfahren? Also, es gibt auf jeden Fall einen weiteren Akt. Mit Akt 2 ist es noch nicht vorbei. Das Spiel geht also weiter und wir haben, glaube ich, mittlerweile schon von der Spielzeit her schon einen Rahmen gesprengt, in der Zeit man zum Beispiel andere Spiele, die was mit dem verglichen werden, wie zum Beispiel Diablo 2, nicht durchspielen kann. Ne, das ist unmöglich. Die Story von Titan Quest ist einfach relativ umfangreich und ich finde meiner Meinung nach, wenn man eben so die Gespräche mitverfolgt und so, das ist unten auch wieder sehr schön gemacht. Einfach wirklich gute Atmosphäre und